Wenn ich den Hebel nochmal betätige. Ach so, okay, man muss den Hebel zweimal betätigen. Was zum Zaira? Uruual neento jaarus. Sehr geduldige findet einen Weg. Ich dachte schon, ihr zwei Täubchen würdet nie voneinander lassen. Also doch. Ja, ihr wurdet verfolgt. Danke für das Türenöffnen übrigens. Das hat uns eine Menge Sucherei erspart. Ihr seid nicht schlecht, wisst ihr das? Oho, ihr verplempert keine Zeit, das gefällt mir. Dann will ich euch denselben Gefallen tun. Nein! Was ist das? Lasst mich runter, sofort! Das, mein Mäuschen, ist Mentalismus in Perfektion. Denn diesmal ist man keine Risiken eingegangen und hat sich für eine fähige Truppe statt der Tölpel aus Alt-Raschengrad entschieden. Schaut doch nicht so grimmig, mein Löwe. Ihr kommt als nächstes dran. Und an euch werden wir genauso viel Spaß haben wie an der Kleinen hier. Ach du Scheiße. Was auch immer man euch zahlt, ich verdopple es. Aha, da hat jemand ein Gespür fürs Geschäft. Aber ich bezweifle, dass ihr 500 Goldtaler übertrumpfen könnt. Oder etwa doch? Äh, 500 Kyranische Goldtaler, so viel kostet der Palast der Goldenen Königin? Nicht ganz, aber ich verstehe, was ihr sagen wollt. Nämlich, schaut doch nicht so grimmig, mein Löwe. Nehmt sie euch, Freunde. Aber vorsichtig, verstanden? Ich will sie lebend. Sicher doch. Den Stein, Zaira. Hol den Stein und dann verschwinde von hier. Sollen wir das jetzt machen? Halt einfach still, Kleiner. Sonst machst du es nur schlimmer. Nein, nehmt eure Hände von mir, verdammt! Nein, Kirashke macht einen Fehler. Hilfe! Alter, ich bin festgewachsen. Kannst du einfach mal die Klappe halten? Sonst rennen mir das Trommelfell. Alter. Ich krieg die Krise. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Darauf bin ich einfach nicht vorbereitet. Vor allem, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich meine, ja, okay, wir sind erstmal tot. Und die Frage ist, warum wir zuletzt gespeichert? Vielleicht hat das Spiel irgendwie automatisch gespeichert. Ich meine, ich kann Kalia hier nicht sterben lassen. Halt einfach still, Kleiner. Sonst machst du es nur schlimmer. Nein, nehmt eure Hände von mir, verdammt. Nein, Kirashke macht einen Fehler. Schön durchkämpfen. Und mal schauen, ob wir das... Also ich bin gerade richtig, irgendwie in Zeitdruck. Ich weiß nicht... Ja gut, da steht ja, wie viel Zeit wir noch haben. Das heißt wahrscheinlich schon irgendwie in... Nein! Scheiß Bogen, Alter. Ich krieg die Krise. Endlich. Das war ein Fehler. Was zum Teufel? Was soll ich denn hier jetzt machen? Ich bin gerade komplett überfordert. Toll, jetzt haben wir zu wenig. Ich krieg die Krise, ich krieg die Krise, ich krieg die verdammte Krise. So, Pferdefleisch essen. Natürlich war es das. Und jetzt? Was zum Henker? Ich glaube, das solltest du sehen. Was? Okay, ich glaube, wir müssen uns gar nicht beeilen. Wir warten erstmal ab. Das ist wie so ein Geisterhaus hier. Das klingt gar nicht gut. Wow. Ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber ich denke mal, ich habe schon einen Cut gesetzt und wir sind schon in der nächsten Folge. Von dem her, ja, eigentlich habe ich auch gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen bin ich gerade auch ein bisschen reell unter Zeitdruck. Aber, ja, was ist passiert?
Okay. Kalias Puls fühlen. Aha. Sie lebt noch, aber ihre Haut ist kalt. Ein Lager und Feuer für Kalia machen. So, haben wir einfach mal gemacht. Das geht ganz schnell. Da mache ich einfach nur, wird einfach nur schwarz und dann, hallo, ich sehe nichts. Ich kann auch nichts machen gerade. Ah, jetzt. Okay. So, wo ist sie denn jetzt? Ah ja, hier. Okay. Taschendiebstahl. Ich will jetzt nicht Taschendiebstahl machen. Okay, die muss ich, glaube ich, erholen. Okay. Also, wir haben hier ein Feuer gemacht. Ja, ein Feuer haben wir hier gemacht. Ja, das ist gut. Moment. Feuer heißt es aber nicht Totenverbrennung, oder? Nicht, dass ich das jetzt hier gerade falsch verstehe. Nein, ich glaube nicht. Weil ein Feuer? Haben wir ein Feuer gemacht? Ah, gut, hier vielleicht. Ja, doch, da haben wir ein Feuer gemacht. Na gut, also dann gehen wir mal weiter. Was ist da passiert? Ach du Scheiße. Und vor allem, warum? Also, Kalia haben sie ja in Ruhe gelassen. Was auch immer es war. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir machen mal Folgendes und... Folgendes. Mann, das ist gerade spannend. Ich kann nicht aufhören. Ich muss jetzt hier weitergehen. Okay. Einfach normale Diener. Ich dachte, hier kommt irgendwie so ein Bosskampf. Normale Diener. Okay, das kriegen wir noch hin. So, gut. Die Sternlingsattrappe hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ja, doch ein bisschen was bringt sie, glaube ich, schon. So, wir haben, glaube ich, noch den Essenseffekt. Aus diesem Grund... Ja. Ist das, glaube ich, ganz gut. Okay. Also wir hatten doch keinen wirklich reellen Zeitdruck. Aber irgendwie doch auch schon ein bisschen. Oh, eine Vision. Und was hast du damals gelacht? Alle sind hineingerannt, aber du bist einfach draußen geblieben und hast den Regen genossen, als gäbe es nichts Schöneres. Ich hätte mehr für dich da sein sollen, Sternchen. Viel mehr. Aber ich werde es wieder gut machen. Und morgen ist es endlich soweit. Die Experimente haben ein Ende. Ich werde dich heilen. Wenn du und der Stein erstmal verbunden sind, wirst du wieder lachen können. Und diesmal werde ich dir ein guter Vater sein. Und das ist nicht alles. Der Stein wird dich verändern, denn er wird Teil von dir werden. Und seine Kraft wird dir eine Macht geben, von der selbst die Lichtgeborenen nur träumen können. Ich habe ein bisschen Angst. Nimm es dir wiedersehen, wenn du es willst. Stumme widersprechen. Und du wirst das tun, woran ich gescheitert bin. Die Menschheit von all ihrem Leid befreien. Wie ein... Ich sehe da schon mal einen Schlüssel. Okay, krass. Ja. Hat, glaube ich, nicht so gut geklappt. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja, das Mädchen selbst sollte der Engel werden. Das ist richtig. Das heißt, in dem Mädchen ist im Endeffekt auch... der Stein vielleicht drin. So als Herz oder so. Wie die Dornherzen in Skyrim. Magisches Symbol. Ah, ich liebe es. Diese magischen Symbole. Wir haben einen Brief. Liebte Tanisha, ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dein letzter Brief habe mich nicht verletzt. Zählen für dich die Worte dieses Stallburschen und Einfallspinsel von Dörflern wirklich mehr als meine? Maya geht es gut, glaub mir, ich würde es nicht schreiben, wenn dem nicht so wäre. Ja, sie ist nach wie vor schwach. Und nach mehr als einer Handvoll Stunden auf den Beinen holt sich ihre Erschöpfung wieder ein. Aber es geht aufwärts. Außerdem habe ich das neue Elixier nun ausreichend getestet, um nun auch guten Gewissens sie damit behandeln zu können. Er wird ihr zu neuen Kräften verhelfen, Tanisha. Und ich versichere dir, dass du sie danach kaum noch wiedererkennen wirst. Ein letztes Mal bitte ich dich also, vertraue und hab Geduld. Du weißt, dass ich für dich und die Kleine alles tun würde. Alles. In Liebe, Samael. Ja... Wir wissen ja mittlerweile ungefähr, was hier abgegangen ist. Ich glaube, wir können mittlerweile das Ganze gut nachvollziehen und ja, können die Beweggründe dahinter zumindest halbwegs verstehen.
Ach du Scheiße. Wir sollten nicht immer so direkt irgendwo reinlaufen, glaube ich. Das ist eher schlecht. So, Moment. Ich muss gerade mal ganz kurz speichern. Zwischenspeichern. Nicht, dass mir die Aufnahme irgendwann abkackt, weil die Platte voll läuft. Und dann... Alter! Das war ja ein guter Speicherpunkt. Ich sollte die Attrappe werfen. Na gut. Dann war vielleicht der Speicherpunkt gar nicht so schlecht, weil wir dadurch... Magisches Symbol. Nächste Attrappe werfen. So, nur mit den Attrappen haben wir überhaupt irgendwie eine Chance, die loszuwerden hier. Nächste Attrappe. Oh, das geht ja recht schnell. Alter, wie schnell kriegen die denn bitte schon die Attrappen down? Eine magische Anomalie. Können wir auch ausschalten. Oh, jetzt haben wir, verdammt, jetzt haben wir die Attrappe zu früh geworfen. Das ist schlecht. Und das ist sehr, sehr schlecht. Aber ich glaube, wir haben es mehr oder weniger geschafft. Das heißt, wir nehmen hier den schwarzen Stein. Liebste, mein Sternchen. Entschuldige den harten Stein, aber es geht nicht anders. Ich weiß, und es kann sein, dass es ein wenig kitzeln wird. Aber nicht lange, ich verspreche es dir. Ja, ich bin gespannt. Nicht sehr lange. Auch krass, ich glaube, seine Augen sind auch schon so richtig rot. Seht ihr das? Nicht zu wenig und nicht zu viel. Huch. Dieses Geräusch. Kam jetzt gerade in einem unerwarteten Moment. Das hat sogar funktioniert. Krass. Ich. Mir ist so heiß, Papa. Und wo ist Mama? Zu Hause. Du warst sehr krank. Warst du das? Sehr, sehr krank. Aber jetzt. Maya, was. Was ist los? Zumindest für ein paar Sekunden hat es funktioniert. Ich hab's mir gerade schon fast gedacht. Heilige Scheiße. Wie krass ist das denn jetzt bitte? Wir haben jetzt... Alter. Das muss man jetzt erstmal verdauen können. Wie... Nicht wir sind hier die besondere Person, sondern eigentlich ist es Kalia. Sie war einmal tot, sie wurde auferweckt. Wir haben auch gesehen, auch dort war sie irgendwie schwarz. Das heißt, das ist quasi die Art und Weise, wie... Und meine Vermutung war auch richtig. Ich habe ja doch gesagt, irgendwas muss man mit Kalia auf sich haben. Irgendwas muss man mit diesem Mal auf sich haben. Irgendwas. Ja. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Wir beenden die Quest. Wir erzählen dir natürlich die Wahrheit. Also, ja, müssen wir. Was anderes könnte ich eigentlich gar nicht machen.
Wir müssen ihr die Wahrheit erzählen. Sie muss ja wissen, wer sie ist und was sie ist. Und das kann vielleicht ein paar Fragen beantworten. Ich verstehe. Wie geht es dir mit all dem? Wie schon. Es ändert nichts. Es muss doch helfen, zu wissen, wer du wirklich bist. Ja, wer? Das gescheiterte Experiment eines gebrochenen Mannes. Ich weiß nicht, ob ich diese Erkenntnis wirklich gebraucht hätte. Natürlich hilft es mir, dieses etwas besser zu verstehen. Es ist ein schwarzer Stein und es ist ein Teil von mir, weil mein Vater mich mit ihm verbunden hat. Aber am Ende bleiben doch nur noch mehr Fragen. Wie zum Beispiel, ob das bedeutet, dass diese Verschmelzung nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Und warum diese verschleierte Frau Dalgalar getötet hat. Sie muss es gewesen sein, die mich in das Dorf gebracht hat. Obwohl sie von diesem etwas wusste. Weshalb? Es scheint dieselbe zu sein, der du auch begegnet bist. Ja, und die diese Banditen in Alto Tulgrad zur Flucht in die Ruine gedrängt hat. Aber warum? Welche Absichten verfolgt sie? Das ist eine gute Frage. Was mich viel mehr beschäftigt, ist das, was in der Bibliothek passiert ist. Die Verwandlung hat dir das Leben gerettet? Ach, sie hat sich wieder verwandelt. Ah, ich wünschte nur, ich wäre rechtzeitig da. Ach, das jetzt macht das auch Sinn. Natürlich, sie hat sich verwandelt. Und das, ja, okay. Warum belastet dich das so sehr? Du hast diesen Mistkerlen gegeben, was sie verdient haben. Was genau ist denn nun in der Bibliothek passiert? Ich habe diese Geräusche gehört, dieses Fauchen. Kannst du dir das nicht denken? Das war es in seiner vollendeten Form. Ich ohne Maske. Die Verwandlung hat dir das Leben gerettet. Ja, das ist schon so. So mag es auf dich wirken. Aber wenn du wüsstest, wie ich mich gefühlt habe, als ich diese Söldner getötet habe, würdest du einen weiten Bogen um mich machen, glaub mir. So eine Genugtuung, eine Ekstase. Ich fühle mich widerlich. Wärst du da gewesen, hätte es ich dich genauso massakriert wie die anderen. Und das wäre... Ja, nein, ich bin immer noch der Meinung, dass die uns nicht massakrieren würde, aber gut, ich kann mich natürlich auch täuschen. Hör doch endlich auf, dich für etwas verantwortlich zu machen, für das du nichts kannst. Dalgalar, dein Vater, hat dich dazu gemacht, nicht du. Ich weiß ja, Sayira, rational weiß ich es. Aber es ändert einfach nichts daran, dass ich mich abstoßend fühle. Ich werde noch härter trainieren, öfter meditieren, so lange, bis sich kein einziger Gedanke mehr meiner Kontrolle entzieht. Nur so werde ich es jemals beherrschen können. Jetzt geh und bring den Stein nach Ark, Sayira. Ich brauche Zeit für mich. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, sollte sie auch mal überlegen. Ich finde, sie kann es schon ziemlich gut kontrollieren, ehrlich gesagt. Naja, okay. Also, wir machen hier erstmal Schluss für diese Folge. Es war wieder sehr spannend, fand ich zumindest. Ja, wenn es dir ebenfalls gefallen hat, kannst du ja mal einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin einen wunderschönen Tag noch und ciao.